Hallo, herzliches Willkommen zurück zu Elden Ring. Ich bin, also wir sind gerade dabei, den Rest dieser Landzunge hier zu erforschen. Ich habe sonst nichts weiter hier vergessen, glaube ich. Hierhin schaue ich gleich, also gleich ist relativ, schaue ich dann nochmal vorbei. Erstmal, hier oder so war noch ein Loch. Hier war so eine Wichtstatuenwand. Da war auch so eine Wichtstatue. Halt. Wo war noch? Hier war noch ein Bär in einer Höhle, den ich vorsichtshalber noch in Ruhe lassen sollte. Wo war der andere Dungeon? Wo war das? Wo war das? Wo war das? Nicht lügen. Was ist das? Da, die Katakomben des Gräberwalds. Dort waren Skelette, glaube ich. Genau. Dort war auch dann noch so eine Wand. Also kehre ich dort dann auch nochmal zurück. Ansonsten geht es dann hier weiter in diesem Gebiet. Vielleicht sollte ich alles, oder? Vielleicht sollte ich mir das Gebiet hier anschauen, bevor ich die Burg betrete, so hier die Grenze als nächstes. Und dann gehe ich hier hin in diesen Wald. Ah ja, da war ja noch, wo war hier, war hier. Ist so ein Todesvogel, ne? Genau. Ich hab doch... Moment, ich hab doch... Hab ich nicht Markierungen? Nein. Markierungen? Markierung, genau, genau, genau. Diese Steinwand, wie mache ich die? Also wie markiere ich die, meine ich? Mit der Wand hier? Ach komm, ich mache mal die Wand. Gut. Hier war ein Bär. Hier war auch noch so eine, naja, nicht wirklich Wand, aber Wicht, Steinwicht. Das war's, ne? Wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht. Okay. Halt, halt, hier. Geheimer Boss oder so. Gut. Oh, es ist schon dunkel geworden. Naja, was soll's. Ich habe gerade überlegt, schaue ich hier nochmal vorbei, weil da unten soll jemand sein. Ich glaube, das mache ich mal. Ich glaube, das mache ich mal. Trübflusshöhle. Aha. Wo bist du? Wo bist du? Ja. Kuckuck. Guten Tag, wer bist denn du? Just joining the fray. Tarnished. Well. You fought Nereus and survived. That alone deserves commendation. I'm Jura. Hunter of Bloody Fingers. Hallo Jura. Tarnished, held in thrall by Cessblood. Zealots, who stalk their own. You stay the path. You're certain to face more of them. Just remember. No kinship with their elk remains. Their madness precludes it.
Don't let your emotions stay your blade. Okay. Wo ist E? Be on your way. Perhaps we will meet again. If fate permits. Okay, hast du noch was zu sagen? Way. Perhaps we will meet again. Noch was zu sagen? Perhaps we will meet. Nope. Nope. Okay. Dann reise ich wieder zurück. Dahin. Dankeschön. Und es regnet natürlich. Hat lange nicht mehr geregnet, oder? Ach, keine Ahnung mehr. Jetzt bist du hier. Also. Hi. Beautiful work. Felling that dragon. Oh. As such, there's something you might like to know. Oh, okay. Ich glaube, ich habe ein paar Gespräche vorhin, also gerade übersprungen. Als ich den hier zuerst nicht gefunden habe. Okay. You must not forget, though, those who partake in dragon communion will one day shed their humanity. Okay. Their hunger for dragon, their yearning, only worsens. Drachenpriester. Unleashing eternal torment, the strength of a mighty dragon, magnificent, but deadly. It's no surprise that dragon communion is ruinous. Drachenpriester wie aus Kairim. Es gibt doch diese Leute, die Drachen angebetet haben, denen gedient haben und also von denen Kräfte erhalten haben. Diese Drachenpriester, wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, hier kann man sowas Ähnliches werden, oder? Aber kann man wirklich Kuckuck gehen oder wie? You must not forget, though. Aber okay, gut zu wissen. Okay, gut. Okay. Gut, dann hätten wir den jetzt auch mal abgeschlossen. Wollte ich nicht noch was? Ich wollte einen Zweihänder kaufen. Ach, das mache ich dann. Nicht jetzt. Bonanza. Au. Mann. Wer ist der Nächste? Wer ist der Letzte? Du da. Nein. Erwisch mich doch nicht, bitte. Dankeschön. So. Waren das alle? Scheinbar. So. Da wir dort eine Fledermaus haben, würde ich sagen... Piu Piu? Piu Piu. Aber eine große Last. Deswegen nehme ich vielleicht das Schwert weg. Ups. Was mache ich? Ach, das ist das falsche Schwert. Dann nehme ich doch lieber das Schwert. Aber das macht mir kritischen Schaden. Ich nehme den Falkschirm. Für 3,5. Ja, ich nehme das Falkchen für ein bisschen mehr Abwechslung. Ich mache ich mal weg. Ich ziehe ich mal an.
Den Ah, die Äxte könnte ich noch probieren. An sich. Aber ich mag nicht, wie langsam die rumhacken. Ja, wohl probieren kann ich mal. Das ist schon eine große Last. Ein anderes Mal. Ein anderes Mal. Oh, der, ich ersetze den Schild mit dem da und habe zwei Äxte. Das geht, jawohl. Yay. Naja, klappte nicht so gut, aber okay. So. Kann ich wieder Wölfe heraufbeschwören? Aus Gründen der Unendlichkeit. Na gut, okay. Gut. Leuchten. Nein. Glühsteine? Glühsteine, genau. Oh Gott. Wow. Geht's da echt nicht weiter runter? Moment, folgendes. Ich es wagen. Es geht verdammt tief runter. Nicht, dass ich mich jetzt selbst erblende, wenn ich da unten ankomme. Okay, folgendes. Nein. Ja. Folgendes. Wenn ich sterbe, komme ich einfach wieder zurück. Geronimo fürs Let's Play. Ihr seid gestorben. Okay. Also man stirbt einfach. Okay. Oder kommt daraus was raus, weswegen ich deshalb die Wölfe heraufbeschworen kann, wenn ich will? Hallo Schildkröte. Vielleicht ist das questrelevant. Okay. Dann hätten wir das abgeschlossen. Ich kehre nochmal zum Händler zurück. Kauf mir den Zweihänder. Hihihihi. Und gucke dann weiter. Ja, komm schon. Hallo. Okay, du wirst einfach hier. So, ihr seid nicht für die anderen, stimmt's?
through this old bridge. Aged merchant have something that caught your eye? Yes. Ich sehe gerade, du hast seltsame Hände, also eine seltsame Hautfarbe. Das hätte ich gerne. Einen Zweihänder. Dankeschön. Nice. Have a safe journey. Dankeschön. Kann ich den schon ausrüsten? Einfach nur aus Neugier. Yo, Riesenschwert. Ja! 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 Ja, oh mein Gott, bist du riesig! Voll cool. Alter! Okay, eins, zwei, drei. Okay. Was war das für... Was waren das für Geräusche gerade? Okay, das war das Schwert. Alles klar. Voll cool. Oh mein Gott, Moment. Moment. Was, wenn ich... Oh mein Gott. Oh mein heiliger Himmel. Alter, ich kann... Ich kann die Dinger beidhändig... Ach ja, ich kann nicht springen. Das ist übertrieben, aber mir gefällt es. Voll cool. Voll cool. Na? Aber langsam ist der... Wow. Okay, jetzt habe ich eine anständige Waffe zum Reiten. Gut, Rudern habe ich noch, wie viel? 1700, okay. Ich setze mich hin. Stehe wieder auf. Konnte ich mit dir sprechen? Ich habe das gerade nicht gelesen. Nein. Und reise... dahin. Jo. Dann schauen wir mal, was sich hinter der ersten Barriere befindet. Wie man überhaupt da hochkommt, da hinten. Da hoch. Ich meine, gibt es hier sowas wie eine Höhle oder so? Das schauen wir uns aber nicht heute an. Gut, die Armbrust brauche ich jetzt nicht. Die kann ich wieder ablegen. Gut. Das heißt, jetzt kann ich den Schild wieder nehmen, oder? Jawohl. Ah, hier. Jubiläum. Ja. Hast du zwei verbraucht? Och nö. Hast du zwei verbraucht? Tatsache, da hat zwei verbraucht. Oh. Okay. Ich hoffe, das lohnt sich hier. Boah, das schöne Wappen. Och nö. Gift. Gift. Okay.
Oh mein Gott. Was war denn das? Die übertreiben aber auch überhaupt nicht. Oha. Oha. Was? Okay. Interessante Logik. Okay. Sehr interessante Logik. Hallo? Okay. Dann sollte ich mir das Ding noch mal genauer anschauen. Was ist... Wie breit ist das? Au, ich stand einfach zu nah dran, okay. Giftknochenwurfpfeil, juhu. Okay, das muss ich noch irgendwie besser timen. Alter, überhaupt nicht übertrieben oder so. Nein, nein. Grab eines Randvolkshelden. Ach du Heilige. Das ist mal ein voll fettes Grab. Aber warum so groß? Warum sind solche Gräber immer so verdammt riesig? Was gehört? Hä? Bist denn du? Bist du Stress, Alter? Ich mach dich Tonne! Au! Au! Wow! Wow! Etche Betche! Karma! Haha! Okay. Alles klar. Da stirbt man scheinbar gerne. Warum ist hier ein Giftrumpf eigentlich? Warum tut es mir was? Schaffe ich das? Wie nah rein geht dieses Reifenprofil? Nicht sonderlich nah rein, okay. Ich hab ganz normal angegriffen, das wollte ich eigentlich nicht. Ich bin auch genau auf halbem Weg, oder? Jo. Komisch gleich, warte du nur. Wart's nur ab, du. Warte ab, du, ich komm gleich zu dir. Ich mach dich nackt. Oder so.
Also überlebt er natürlich das noch einen Weg. Nicht, dass ich seine Asche bekomme, um ihn dann wie ein Nekromant heraufzubeschwören. Oder? Genau das dachte ich mir. Ah, ich hab's nicht geschafft. Okay. Merken. Nicht runterkicken? Ja. Okay. Es ist nur ein Weg da und nur ein so ein Ding. Alles klar, schaffe ich das noch? Ja. Also das Ding ist irgendwie, keine Ahnung, Radar oder Sensor dort gesteuert, keine Ahnung. Was? Nein, das gibt's doch nicht. Er hat nicht getrunken. Er hat nicht getrunken. Spiel, warum hast du nicht getrunken? Oh, die Hämmer sind kacke. Das waren die 1700 Seelen oder 1300, keine Ahnung. Das waren die Hämmer. Überhaupt nicht gut. Zu langsam. Da sind die Schwerter wirklich viel besser. Nehmen wir doch stattdessen lieber den Falchion. Das Ding ist schnell, oder? Angemessen schnell. Gut, wir haben jetzt eh nichts mehr zu verlieren. Warum fährt das Ding eigentlich nicht den gesamten Weg bis da entlang? Also geht doch. Bist du sicher, dass du da stehen möchtest?
Ja, die Lampe. Kommt er echt jetzt denn? Okay, dann warte ich einfach mal auf ihn. Jo, 1580. Das Ding jetzt hier ab? Nein? Also. Dachte ich es mir doch. Okay, das wird jetzt schwierig. Wow! Uiuiui, ich muss mal ganz kurz meine Hände an meinem Pullover Bock machen. Wie weit fährt das Ding? Oh. Oh, okay. Nope, 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 nope. Kann ich das Ding irgendwie abschalten? Schaffe ich auf jeden Fall nicht. Das ist doch riskant. Ich möchte mich mal ganz kurz umschauen. Da geht's nicht weiter runter. Okay. Heiliger Bimbam. Wie zur Hölle? Ich glaube, ich habe eine Idee. Dafür muss ich wieder hochrennen. Dafür muss ich wieder hochrennen. Schaffe ich das? Yo. Dann springe ich einfach runter. Probier das mal. Ja, ich weiß nicht, reicht das hier? Ach ja, warte mal. Ich habe ja was vergessen. Ich habe doch Vergiftung bekommen, ne? Irgend so ein Ding, womit ich meine Waffe vergiften kann. Genau. Waffe vergiften. Verzaubert die Waffe in der rechten Hand mit Gift. Ist eine Anrufung, okay. Eine Anrufung der Diener der Fäulnis. Also, Anhänger von Nurgle. Verzaubert die Waffe in der rechten Hand mit Gift. Diese Anrufung kann in Bewegung gewirkt werden. Jene, die im Gift leben, kennen die Fäulnis nur allzu gut. Der Tod, der das Leben hervorbringt, ereilt jeden von uns. Diese Anrufung nutzt hier den Kreislauf der Wiedergeburt als Waffe. Ah. Okay, zurück hierzu. Ne, yo.
Wenn das Ding hochfährt, will ich versuchen, ob ich überhaupt darunter springen kann. Oder ob es mich umbringt. Okay. R. Ich könnte es überleben. Okay. Dann wird es zum ersten Mal Assassinenschritt so richtig eingesetzt, wenn ich nicht blöd bin. Ich warte, bis das Ding hochfährt. Geht das? Nein. Warum ist das Ding nicht zerbrochen? Ich dachte, das funktioniert so. Okay, dann muss ich es von da versuchen. Okay. Ich dachte, die Dinger zerbrechen. Aber gut, jetzt wissen wir Bescheid. Nein, die Dinger zerbrechen nicht oder schreien wie in Dark Souls 3. Diese Leuchtsteine. So brauche ich die jetzt hier nicht. Gut, hätte ich nicht wissen können. Aber jetzt weiß ich Bescheid. Und jetzt wisst ihr auch Bescheid. Na, Mann. Ich dachte nicht, dass hier die ganze Zeit so ein Geheimschalter ist, um das Ding auszuschalten. Da irgendwo im Giftsumpf oder so. Naja. Ich glaube, diese Map ist dazu gemacht, um zu verrecken. Grab eines Handvolkshelden. Ja, ich weiß. Also hier nicht runterspringen. Das ist einfach zu hoch. Also glaubt nicht den Glühsteinen, die leuchten nur. Boah, genau, vor allem von hier runterspringen. Das wär's. So, hier nicht, dort nicht. Das letzte. You are dead. Oh! Genau, von hier nicht runterspringen. Hier ist zu hoch. Das ist ungesund. Oh oh. Omae wa mu shintaru oder so. Ach nö. Hier kann ich runterspringen, genau, aber jetzt warte ich lieber, bis der Typ da hochkommt. Nee, Mister, komm hoch. Genau. Bam, 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 bam. Ich trinke mal Wasser. Bam, 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 bam. Dieses Rad. Ne, okay. Ich habe überlegt, ob man, wenn man sich theoretisch hingelegt hätte, ob man es überleben können, aber nein. Wenn es einfach vorbei wäre. Okay, aber hier kann ich definitiv runterspringen. Dann muss ich da runterrennen. Ganz schnell.
Jetzt. Renn, 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 renn. Renn, one boy, one. This world is not meant for you. One boy, one. Everything wants to hurt you. Ach du Heilige, was? Hoch? Ich hoffe, das weiß nicht, wo ich bin. Hat es mich wirklich aus den Augen verloren? Ist das eine Entity? Okay. Nein. Wo ist das Ding? Hier gibt es so einen Gnadenfurz. Ah, okay. Ich dachte schon. Oh. Was zum Teufel war das denn? Was zum Teufel war denn das denn? Oh Mann. Ich habe geblockt, aber die konnten mir irgendwie immer noch schaden. Und her. Uiuiui, das wird ein langer Dungeon. Ich hoffe, das hat sich gelohnt dann am Ende. Da ich keine Doppelschwerter mehr verwende, würde ich vielleicht sagen, dass ich mir eine Ausdauer gebe. Ja, alles gut, alles gut. Oh. Fast. Ein Hoch auf die Heilung. Kann ich die wieder runterspringen, oder? Brauche ich dafür einen Fallschutz? Probier mal. Nein, brauche ich nicht. Renne, Junge, renne, 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 Junge, renne, Junge, renne, 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 renne. Do, 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 do. Oh. Toll. Ich glaube, das sind einfach die Bogenschützen. Die Armbrustschützen, meine ich. Jetzt darf ich das alles von vorne nochmal machen.
sollte vielleicht Wirbelhieb benutzen. Ich kann das doch mit dem Schild. Ja, nice. Das ist schlau. Auf. Was ist jetzt eigentlich die Fähigkeit meines Morgensterns? Tritt. Mhm. Okay. Ah ja, hier kann ich ja jetzt runterspringen. Ah, jetzt habe ich den Moment verpasst. Gleich, wenn das Ding anfängt hochzufahren, dann renne ich runter. Renne, 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 renne. Hey, 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 hey. Los. Nimm das Ding. Yes. Oh. Ich sollte hierhin einfach nicht gehen. Ich sollte hierhin einfach nicht gehen. Das ist einfach nur Zeitverschwendung. Also zu denen dort meine ich. Den Dungeon werde ich natürlich beenden. Ich hätte es eigentlich rüberrennen können.
Hey. Oh Gott. So. Versuchen wir einfach durchzurennen. Habe ich Fallschaden genommen? Ich habe Fallschaden genommen. Ich laufe mal runter hin. Ich hole das Ding. Das geht. Oh. Okay. Scheinbar geht das hier. Alter, bitte. Alter, bitte. Oh, mein Herz. Okay. Sind die alle despawned oder sind die alle tot? Auf jeden Fall, da ist der Boss. Wer auch immer der Boss ist, wenn du bist, ne? Immerhin, jetzt weiß ich Bescheid. Unten ist der Boss. Hier stehe, wird das Ding dann einfach weiterfahren, weil es mich dann nicht mehr auf dem Radar hat, sozusagen. Nein. Wie habe ich das denn dazu gebracht, dass es weiterfährt? Das ist, glaube ich, nicht so gut, oder? Uiuiui. Das sind, sagen wir mal, 100 Meter. 100 fiktive Meter. Wie weit ist es dort? Nicht so weit. Okay. Oh Gott. Was ist denn das hier? Okay, das war sau knapp. Was ist denn das hier? Okay. Ist das Ding weitergefahren?
hier bin ich. Oh lol. Oh lol. Okay. Okay. Hallo? Wie lange braucht das Ding? Hallo? Das Ding wird ganz einfach nur hochgefahren. Nun, hallo? Ich glaube, solange ich hier bin, wird das Ding dort hin und her fahren. Oder? Ah ja, das Licht. Kommt das Ding nun oder nicht? Wenn ich hier stehe. Das Ding rübergefahren. Okay. Hoho ho 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 ho. La 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 la. Hallo? Ich glaube, das Ding will mich veräppeln, oder? Jawohl. Nein. Aber wenn ich hier stehe, denkt das Ding, ich bin da im Gebiet auf der Brücke und fährt dann die Brücke hoch. Okay. Jetzt kann ich eigentlich, wenn das Ding hochfährt, kann ich runterrennen, oder? Mal gucken. Das wieder hoch. Okay, ich probiere mal. Ich bin tot. Ich bin doch nicht tot. Nein, ist das Ding dort. Das Ding will mich nur verarschen, ey. Da bin ich mir ganz sicher. Nein? Okay. Aha. Ich sollte Sekunden zählen.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Aha. Okay, sagen wir mal 17 durch 2 ungefähr 9,5 Sekunden. Also sagen wir mal 9 Sekunden habe ich, um hochzurennen. Wenn das Ding nach links fährt. 4, 5, 6, 7, 8. Nice, oh oh. Oh, das waren die Geister, die Rotkäppchen oder wer die auch sind. Yo. Aha. Oh, so weit, so gut. Mhm. Okay. Hallo, Selfie. Ach, ich hab... Ah, das ist ein Kettending. Also Kettenschutz meine ich. Okay, interessant. Dahinter wäre vielleicht noch Leder ganz gut gewesen, weil sonst das Ding doch irgendwie rostet, wenn man ausatmet, oder? Ah, was weiß ich schon. So. Das war's hier. Du bist ein Gegner. Kann ich die Wölfe? Kann ich nicht. Aha. Bist du böse? Du bist böse. Lol, macht das Ding Schaden.
Au. Drachenhundfett oder was war das? Ja, nice. Und die Chance nutzen und mich heilen. Da auch nicht. Nein. Och nö. Mann. Okay, aber jetzt weiß ich Bescheid. Jetzt weiß ich Bescheid. So einfach runterspringen und dann hochrennen. So schnell es geht. Mhm. Aber dennoch nicht dumm sein. Also da kann man scheinbar runterspringen. Wenn ich das richtig gesehen habe. Perfekt. Und dann einfach runterspringen. Und dann dort runter, wenn ich das richtig gesehen habe. Einfach hier. Oh. Okay. Jetzt habe ich... Okay. Ich hab's jetzt. Und ich glaube, ich habe da sogar im Vorbeiflug einen Gnadenfurz gesehen. Ja. Wäre schön, wenn ich mich nicht so oft umbringen würde. Flüssig und gut. So soll es sein. Und auf dem Platz fertig los. Los. Oh.
Hier unten ist da noch ein Ding. Ah, cool. Oh Gott. Was zur Hölle? Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Oh oh. Mann, ich sehe nichts. Lampe anschalten nicht vergessen. Okay, das ist aber nicht der Ort, den ich erwartet habe. Das waren scheinbar nur Kerzen, die ich gesehen habe. Hm. Kurios. Und seltsam. Wie groß ist das Ding eigentlich? Willst du mich veräppeln? Oh! Ups. Wow. Das Ding wurde dazu gemacht, um zu sterben. Okay. Okay. High Security Grab oder was? Oh Mann. Aber was ist da so Wertvolles drin, dass es so beschützt wird? Eigentlich ist sogar schon Folgenende. Vielleicht mache ich eine Special-Folge, wer weiß. Toll, wenn ich Sturmwind hier rufen könnte. Ich stelle mich nicht sonderlich schlau an, wie mir erscheint. Ach du Heilige, da oben geht's ja noch weiter. Was ist das Ding? Wow. Das war von dem gut getimt. Hier überlebt. Hm. Ach ja, Lampe nicht vergessen. Laterne eigentlich, aber okay.
hat mir Schaden gemacht. Na, Alter. Ach komm. Wieso sterbe ich bei zwei Wichten? Ich brauche etwas mit mehr Wumms. Und das mit mehr Wumms heißt Morgenstern. So, jetzt hat es sich ausgedingst. Hallo. Auf Wiedersehen. Ah, Lampe nicht vergessen. Also. Gut, ich verwende mal einen Zauber. Nochmal, am besten. Jawohl. Wow. Ey, doch. Also. So macht man das. La 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 la. Dann brauche ich wieder den Bogen. Ha. Okay, soweit so gut. Soweit so gut. Dankeschön. Ja, Fackel. Laterne meine ich. Um zu wissen, wohin.
Wohin speit das Ding Feuer? Dass das Ding in alle Richtungen Feuer spuckt. Ah. Nur in eine? Nur in eine. Ich mal lieber. So, entschuldigt, wenn ich gerade leise bin. Ich bin gerade sehr konzentriert. Aha. War da nix? Okay. Was bist denn du hier für ein... Oh oh. Für einen Wichtmeister. Sieht doch anders aus als der Rest. Du hast so ein Krummschwert, das ist ja cool. Okay. Blitzfett. Ach ja, ich habe ja Sachen gefunden. Drachenwundenfett, genau, Waffenüberzug. Gewährt besondere Drachenangriffe. Verfestigtes Fett aus verschiedenen Schottersteinen. Erstellbares Objekt Waffenüberzug gewährt Effekte gegen Drachen. Im Laufe der Zeitalter verloren die Drachen die steinernen Schuppen ihrer Vorfahren und sind nicht länger unsterblich. Oh. Okay. Blitzfest. Verfestigtes Fett aus verschiedenen Materialien, die Blitze erzeugen. Okay. Verursacht Blitzschaden. Aha. Ich in Folgenpause? Ein Folgenende meine ich? Sag mal, wie groß ist das Ding hier überhaupt? Ein Gnadenfurz wäre schon nicht schlecht. Ist das hier ein Boss oder was? Ich habe gerade nicht wirklich Bock auf den Boss. Aber meine Anvisierung schlägt auch nicht aus. Hm. Aha. Das ist irgend so ein Schleimdingens. Große Last, verdammt. Dann mache ich mal Folgendes. Ich wechsle mal die Schilde aus. Ist das so ein Boss-Ding oder so? So ein Boss-Schleim? Da hängt nichts an der Brücke, okay. Alter, schreck mich nicht, Junge. Och nein, das ist so ein Mistvieh. Es ist noch so ein Mistvieh. Wow.
Wow. Alter, das gibt's. Alter. It was a trap. Hätte ich die irgendwie runterschubsen können? Ich weiß nicht. Heiliger Bimbam, ist das ist einfach ein Todesdungeon. Alter Schwede. Okay, dann nehmen wir mal den Weg nach unten. Erstmal. Da, wo ich glaube ich den Boss oder was auch immer gefunden habe. Nein, erstmal hoch zu dem einem Typi dort, bei dem ich dieses Anti-Drachenfett gefunden habe. Und dann zum Boss. Aber das mache ich erst alles in der nächsten Folge. Bis dahin. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal sterben in der nächsten Folge. Und tschüss. Danke, dass ihr mitgeschaut habt. Bye.